Gefährlicher Leichtsinn am Donnerstagabend an einem Bahnübergang in Weißbach bei Zwickau. Ein 26-jähriger VW-Passatfahrer überquerte trotz geschlossener Halbschranke und blinkendem Rotlicht am Andreaskreuz die Gleise. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der von Aue in Richtung Zwickau fahrenden Erzgebirgsbahn. Der PKW wurde etwa 20 Meter mitgeschleift. Die Bahn kam erst nach 200 Metern zum Stehen. Der Lokführer konnte den entgegenkommenden Zug noch warnen, sodass dieser rechtzeitig stoppen konnte. Der junge Passatfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Kameraden der Feuerwehr ein schwieriger Einsatz. Für uns Feuerwehrleute zwar kein alltäglicher Einsatz, es ist unser erstes Zugunglück, aber es ist schon immer schockierend, wenn man so ein zerstückeltes Auto an der Einsatzstelle sieht und weiß, dass eben ein Mensch nicht überlebt hat. Der 44-jährige Triebwagenfahrer der Erzgebirgsbahn blieb unverletzt, wurde allerdings vom Notfallseelsorger betreut. Die Feuerwehrkräfte haben daraufhin nach Aussagen von Bürgern nach einer weiteren Person, die vermutlich im PKW saß, gesucht. Das Ergebnis ist bisher so, dass keine Person gefunden wurde. Daraufhin haben wir weitere Polizeikräfte angefordert, die jetzt die Personensuche übernommen haben. Diese anfängliche Vermutung hat sich aber nicht bestätigt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich glücklicherweise keine Fahrgäste im Zug. Die Bahnstrecke war bis in die Nachtstunden gesperrt. Es wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 20.000 Euro.